Gut, schön, dass ich heute mit euch in Bewegung gehen kann. Und nochmal zum Anfang, ihr braucht einen kleinen Ball. Entweder ich habe hier so Flummi-Größe oder ihr nehmt einen Tennisball oder eine kleine Faszienrolle oder eine kleine harte Plastikwasserflasche. Und den Stuhl könnt ihr zur Seite räumen. Ihr braucht auch ein bisschen Platz um euch herum. Genau, dann stellt ihr euch einmal hin, den Ball braucht ihr im Moment noch nicht. Ihr atmet einmal tief ein und dann fangt ihr an, den Kopf locker abzurollen, euch die ganze Wirbelsäule entlang locker nach unten zu bewegen. Die Knie sind durchlässig. Und ihr geht so weit runter, wie es für euch angenehm ist und spürt mal nach, wie sich das auf der Rückseite des Körpers anfühlt. Das merkt ihr euch und dann rollt ihr euch langsam wieder auf. Kopf hängt, Schultern hängen, bis ihr langsam wieder oben seid. Gut, dann legt ihr euch den Ball oder die Flasche, was ihr habt, unter die rechte Fußsohle. Ich hoffe, man kann das hier sehen bei mir. Und dann gebt ihr deutlichen Druck drauf und fangt an, die Fußsohle auszurollen. Das darf ein bisschen wehtun, also so ein Wohlschmerz wäre okay. Und ihr habt das ja ganz gut unter Kontrolle, wie weit ihr Druck drauf gebt. Aber es soll schon ordentlich ins Gewebe gehen, sodass man das Gefühl habt, man presst das Gewebswasser an den Stellen, wo man rollt, so ein bisschen aus und schiebt es wie so eine kleine Bugwelle vor sich her. Weil dann können so leichte Verklebungen aufgelöst werden und man fördert die Wahrnehmung und es kann sich neu ordnen im Gewebe und Schlackenstoffe können auch abtransportiert werden. Und es kann sein, dass das an einigen Stellen sehr schmerzhaft ist. Dann könnt ihr gucken, dass es nicht zu dolle wird, aber sonst ist es okay. Und ihr achtet auch mal drauf, dass ihr die gesamte Fußsohle ausrollt. Ihr könnt, wenn ihr einen kleinen Ball habt, könnt ihr so richtig zwischen den einzelnen Zehenstrahlen entlang rollen. Und wenn es eine Rolle ist, dann ist es eben einfach ein bisschen großflächiger. Genau, und während ihr rollt, könnt ihr auch noch mal so ein bisschen Richtung Kiefer gehen und spüren, dass der auch locker ist. Die Schultern können locker sein, also dass ihr nicht unten rollt und oben völlig verspannt seid. Weil das ist sozusagen schon eine Ganzkörperübung. Ihr aktiviert die Fußsohle, ihr fördert die Durchblutung, ihr fördert die Wahrnehmung und Hintergrund ist, dass ihr nachher fürs Sprechen oder fürs Singen gut stehen könnt. Weil wenn man eine gute Basis hat, die man gut spüren kann, dann kann man sich darauf auch richtig aufrichten und entspannt singen und sprechen. Gut, ihr geht jetzt nochmal an die Stellen, wo ihr noch nicht wart. Beim Fuß. Und dann stellt ihr euch einmal auf beide Füße, spürt einmal den gerollten und nicht gerollten Fuß im Vergleich. Mein gerollter Fuß fühlt sich ein bisschen präsenter an, fühlt sich wärmer an, die Verbindung zum Fußboden ist eine andere. Genau, und jetzt rollen wir den anderen Fuß ab. Ihr fangt wieder an, mit Druck drauf zu gehen. Und gebt euch da so richtig rein. Von den Zehenspitzen bis zur Ferse könnt ihr rollen. Und ihr achtet darauf, dass die Schultern locker sind, dass der Kiefer locker ist, dass die Atmung entspannt fließt. Genau, und Ziel ist es wieder, dass ihr die ganze Fußsohle bearbeitet, sodass ihr nachher einen guten Fuß, einen vollständigen Fuß sozusagen gut auf dem Boden ausrichten könnt, wenn wir nachher noch mal zum Stand gehen. Genau, man hat jetzt hier schon ein bisschen Vergleich, wie der eine Fuß sich anfühlt im Vergleich zum anderen. Manchmal ist das sehr unterschiedlich und es mobilisiert eben die ganze Fußsohle. Und da sind ja auch viele Fußreflexzonenpunkte, die werden auch aktiviert. Also es ist ein kleine Übung mit großer Wirkung. Genau, ihr achtet nochmal drauf, dass ihr an jedem Punkt wart und wenn es da noch Lücken gibt, dann füllt ihr die sozusagen noch aus, dann rollt ihr da noch einmal lang.
Okay, dann könnt ihr den Ball zur Seite legen. Stellt euch nochmal auf beide Füße, fühlt jetzt, wie sich das anfühlt, ob die Füße gleich präsent sind, ob sie gleich warm sind. Und dann machen wir nochmal den Rehtest. Wir rollen uns jetzt nochmal ganz langsam ab. Ihr fangt wieder an vom Kopf, der bleibt hängen, Schultern und rollt entspannt die ganze Wirbelsäule ab. Und ihr könnt mal nachspüren, ob sich das vielleicht ein bisschen anders anfühlt. Es könnte zum Beispiel sein, dass ihr ein bisschen weiter runterkommt. Oder es könnte sein, dass sich das insgesamt weicher anfühlt, dass das nicht so zieht. Und dann kommt ihr ganz langsam wieder hochgerollt. Und als letztes richtet sich der Kopf wieder auf. Genau, und wenn ihr jetzt gespürt habt, dass es sich hinten im hinteren Bereich, wo wir ja eigentlich gar nichts gemacht haben, vielleicht weicher oder entspannter anfühlt, dann hat das damit zu tun, dass die Faszien ja sozusagen sich durch den ganzen Körper ziehen und es eigentlich kein Anfang, kein Ende gibt. Es gibt zwar Muskeln, die setzen da an und setzen da, also fangen auf der einen Seite an und hören auf der anderen Seite auf, aber die werden auch von den Faszien umkleidet, die Muskelfaserbündel, die Einzelmuskelfasern. Insofern geht es alles mit durcheinander, also alles ineinander über. Und wenn wir jetzt die Fußsohle ausrollen, dann gibt es eine funktionelle Verbindung unter der ganzen Fußsohle. Das geht über die Achillessehne an der Wade lang, hintere Oberschenkelmuskulatur, über das Gesäß, Rückenmuskulatur, hinten hoch, Nacken bis zur Augenbraue. Und das ist sozusagen diese funktionelle Verbindung. Und wenn wir unten ausrollen, dann können wir Einfluss auf die ganze Rückseite unseres Körpers haben. Und fördern da auch die Beweglichkeit mit. Insofern ist das eine gute Übung, die man immer mal schnell einbauen kann oder eben auch vorm Singen oder Sprechen gut mitmachen kann. Gut, jetzt fangt ihr an, euch mal zu recken und zu strecken. Ihr habt vielleicht heute schon ein bisschen einseitige Bewegung gehabt und ihr bewegt euch mal, egal wohin, ein bisschen vielfältig sozusagen, dass ihr die versteckten Winkel euch erarbeitet. Wenn ihr wisst, jetzt hier so seitlich gedreht und ein bisschen geneigt, da war ich heute noch nicht so viel, dann macht ihr das. Und dann geht ihr mit den Armen mal runter zum Fuß und dreht euch. Ich hoffe, man kann mich immer gut verstehen, wenn ich mich dabei bewege. Genau, und dann könnt ihr die Schulter mal nach vorne bewegen. Und nach hinten richtig kreisen. Das knackt vielleicht so ein bisschen in der Wirbelsäule. Das ist ganz gut. Das macht sich frei. Und dann könnt ihr so ein bisschen Kreisbewegung machen mit den Armen. Und ihr nehmt die Wirbelsäule dazu. Könnt das mit Schwung machen. Oder ihr malt kleine Achten mit dem Arm. Sodass ihr euch jeden Winkel eures Körpers erarbeitet. Weil wenn ihr den gut spürt, dann könnt ihr da nachher entspannt hinatmen. Dann habt ihr eine gute Wahrnehmung für eure Aufrichtung. Genau, ihr könnt die Hände mal auf den Boden bewegen, in die Hocke gehen, ein bisschen federn. Sieht sehr gut aus, was ich da so sehen kann. Genau. Gut, dann schüttelt ihr euch einmal alles ein bisschen. Könnt nochmal tief durchatmen und den Kiefer auch immer auslockern. Das war ja in den letzten Einheiten auch schon immer wieder gesagt worden, dass es einfach wichtig ist, dass der Kiefer locker ist, weil das auch viel mit dem Nacken, mit den Schultern zusammenhängt. Gut, jetzt fangt ihr an, euch so ein bisschen auf die Zehenspitzen zu drücken und wieder runterzukommen. Und dann macht ihr das so ein bisschen schneller, sodass das dynamischer wird. Und dann fangt ihr an, so ein bisschen auf der Stelle zu hüpfen. Und ihr versucht immer so ganz geschmeidig aufzukommen mit den Füßen. Und dann könnt ihr die Füße so ein bisschen nach innen und außen drehen, sodass ihr auch da wieder variationsreich euch bewegt. Je mehr Variationen ihr macht, desto mehr Winkel des Körpers fördert ihr in der Wahrnehmung. Dann springt ihr über Kreuz.
Dann macht ihr so einen kleinen Hüpfer nach vorne. Und ihr versucht schon mal insgesamt aufgerichtet zu bleiben, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid entspannt aufgerichtet. Die Schultern sind locker. Der Kiefer ist locker. Genau, dann macht ihr so kleine Seithüpfer und spürt mal, ob ihr das schafft, die Füße immer so ganz geschmeidig aufzusetzen, wie so eine Katze. Genau. Okay, dann bleibt ja noch mal so ein bisschen dynamisch am Platz. Und dann kommt ihr so ein bisschen zur Ruhe. Könnt die Beine noch mal ausschütteln. Okay. Gut. Dann könnt ihr euch, ich drehe mich mal seitlich, dass ihr das besser sehen könnt. Ihr stützt euch auf eure auf eure Oberschenkel ab und geht so ein bisschen in Abfahrtshocke. Und die Übung nennt sich Wirbelschlange. Wirbelsäulenschlange. Ihr stellt euch jetzt vor, die Wirbelsäule, die hier ja so lang geht, ist eine Schlange. Und ihr fangt erstmal an, die langsam zu bewegen, dass ihr euch ganz rund macht und wieder aufrichtet. Genau, dann spürt ihr ja vielleicht schon, wo kann ich mich gut bewegen, wo fühlt es sich ein bisschen fester an. Jetzt könnt ihr versuchen, hier im oberen Bereich eher fest zu bleiben. Und jetzt bewegt ihr mehr hier das Becken. Ich hoffe, man kann das sehen, dass ihr das Becken sozusagen einmal einrollt. Und dann schiebt ihr das wieder nach hinten. Dadurch wird hier die Lendenwirbelsäule einmal rund. Und sie streckt sich wieder ein bisschen. Das brauchen wir auch wieder im Stand. Und wir müssen im Stand die ja immer so ein bisschen entlordosieren, sozusagen aus dem Hohlkreuz rausnehmen, dass man auch eine gute Atemverteilung hat. Okay, jetzt bleibt ihr im unteren Bereich eher fest und bewegt euch hier oben. Ihr könnt hier eine Hand auf euer Brustbein legen und dann versucht ihr das Brustbein sozusagen Richtung Boden zu bewegen. Und wieder einzuziehen. Und die Bewegung geht wirklich vom Brustbein aus. Ich zeige das nochmal von vorne. Das Brustbein bewegt nach vorne und nach hinten. Anders wäre das, wenn die Schultern das machen würden. Das würde so aussehen. Die Schultern bleiben aber ruhig. Und das Brustbein geht nach vorne und nach hinten. Von der Seite sieht das so aus. Ist eine kleinere Bewegung als hier unten. Und es ist auch schwieriger, weil wir hier oben, das ist uns meist nicht so präsent, da sind wir verspannt, dann sind die Schultern fest, dann ist der Kiefer vielleicht fest. Wenn wir dann viel vorm Schreibtisch gesessen haben oder auch im Stand nicht so flexibel gestanden haben, dann ist das hier oben ein guter Bereich zu lösen. Wenn man hier eine Flexibilität hat, dann wirkt sich das immer positiv auf die Schultern aus. Genau, jetzt könnt ihr euch nochmal locker aufstützen und jetzt bewegt ihr wieder sehr variationsreich in eurer Wirbelsäule. Also, ihr macht euch rund, ihr bewegt euch nach rechts und nach links. Ihr könnt kreisen mit dem Becken. So, als wenn es keine Limitierung gäbe. Als wenn es keine verspannten Muskeln gäbe. Es geht um so eine Durchlässigkeit und Geschmeidigkeit. Weil auch beim Sprechen oder Singen braucht ihr ja eine gewisse Durchlässigkeit. Okay, dann kommt ihr wieder hoch. Könnt noch mal ganz tief durchatmen. Spürt mal, wie sich das anfühlt. Wir haben die Fußsohle ausgerollt, wir haben uns gereckt und gestreckt. Wir haben die Wirbelsäule durchmobilisiert. Ihr müsstet jetzt schon ein ganz gutes Gefühl so für den Körper haben. Und jetzt machen wir eine Sache, die auch ziemlich wichtig ist, um den Kieferbereich, hier die ganzen Faszienstrukturen im Halsbereich zu dehnen. Einfach, dass der Kehlkopf gut schwingen kann, dass das locker ist. Ihr verschränkt die Arme. Ich erkläre das einmal, weil wenn ich die Übung mache, kann ich nicht sprechen, weil das hier gedehnt wird.
Genau, ihr verschränkt die Arme und beim Einatmen gehen die Arme weit nach oben. Ihr streckt euch sozusagen bis nach hinten und dann gehen die Arme an der Seite wieder runter. Das macht ihr nochmal. Also, ihr atmet ein, nehmt die Arme nach oben, zieht den Nacken nach hinten und geht an der Seite wieder runter. Nochmal. Das macht ihr mal 5 bis 10 Mal für euch. Es muss aber im Nacken okay sein. Wenn ihr merkt, dass es im Nacken weh tut oder unangenehm ist, euch ein bisschen schwummrig wird, dann macht ihr bitte eine Pause. Dann wäre das zu doll. Genau, und ihr achtet wirklich darauf, dass ihr vorne eine richtige Dehnung entsteht. Dann kommt ihr langsam zum Ende. Und dann könnt ihr im Gegenzug, ich zeige es nochmal von der Seite, könnt ihr das Kinn nochmal ein bisschen Richtung Brust ziehen, dass ihr jetzt die Halswirbelsäule nochmal wieder in Verlängerung der Wirbelsäule bewegt. Genau. Gut, dann bleibt ihr aufrecht stehen, dann neigt ihr das linke Ohr zur linken Schulter, den rechten Arm schiebt ihr runter und mit dem linken Arm könnt ihr die Hand auf den Kopf legen und ihr lasst einfach das Gewicht der Hand wirken. Ihr zieht nicht doll, sodass ihr ein bisschen zur Seite euch neigt. Es wird wahrscheinlich hier im Halsbereich ziehen, vielleicht auch an der Schulter bis in den Arm. Und dann könnt ihr den Kopf noch ein bisschen drehen nach links. Es verändert die Dehnung noch mal ein bisschen. Und dann löst ihr das langsam wieder auf, nehmt den Kopf langsam wieder in die Mitte. Auch da kann es manchmal so ein bisschen knirschen oder ein bisschen unangenehm sein. Das müsst ihr immer vorsichtig machen. Dann geht der Kopf zur anderen Seite. Rechtes Ohr zur rechten Schulter. Linke Hand schiebt runter und ihr nehmt die Hand nochmal auf den Kopf, lasst nur das Gewicht wirken, zieht ein bisschen nach unten. Achtet darauf, dass der Atem weiter fließt, dass die Schulter wirklich sinkt. Und dann könnt ihr den Kopf auch nochmal ein bisschen drehen zur rechten Seite. Und dann löst ihr das Ganze langsam wieder auf, lockert alles noch mal ein bisschen aus, kreist die Schulter noch mal entspannt. Genau, dann stellt ihr euch noch mal so hin, dass ihr einen Arm nach oben nehmt und euch zur Seite dehnt. Und ihr versucht, den rechten Fuß zum Boden zu dehnen, also zum Boden, fester an Boden zu bewegen. Und der rechte Arm zieht aber raus, sodass ihr eine gute Dehnung hier in der Seite habt. Und ihr versucht mal da die Atmung reinzulenken, hier so an der Seite. Das hat Linda ja letzte Woche auch schon gemacht. Das ist einfach auch wichtig für die Flankenatmung. Und dann könnt ihr den im Kreisbogen nach vorne bewegen und das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Ihr nehmt den Arm nach oben und habt hier eine Dehnung in der Seite. Versucht da entspannt hinzuatmen. Die Atmung hier hinzulenken. Und dann nehmt ihr den Arm langsam wieder runter und spürt einmal nach, wie sich das jetzt so an der Seite anfühlt. Ob die Wahrnehmung sich verändert hat, ob es sich wärmer anfühlt, ob ihr vielleicht das Gefühl habt, ihr kommt da besser hin. Gut, jetzt gehen wir nochmal auf den Stand ein. Linda hat das ja letztes Mal auch gemacht. Es ist immer gut, das nochmal aus einem anderen Mund zu hören oder das einfach häufig sich ins Bewusstsein
zu holen, weil wir haben ja alle so unsere Gewohnheitshaltung, ne? Und über den Tag verteilt sind wir dann meist nicht mehr so aufrecht oder ein bisschen schief und wir fangen nochmal an den Füßen an. Bei den Füßen ist es so, dass es gibt drei Auflagepunkte. Die Ferse hat Bodenkontakt, die Fußaußenkante hat Bodenkontakt und das Großzehengrundgelenk. Also hier unten da, ne, wo der Zeh sozusagen da unten, wo der Zeh anfängt. Das sind diese drei Punkte. Und wenn ihr die auf dem Boden habt, dann habt ihr eine gute Aufrichtung vom Fußgewölbe. Das könnt ihr mal versuchen. Außenkante, aber im Gegenzug das Großzehengrundgelenk und die Ferse. Dann habt ihr eine natürliche Verschraubung vom Fuß und knickt zum Beispiel, ich hoffe, man kann meine Füße hier sehen, so glaube ich. Dann knickt man nicht ein, ne? Weil wenn man entspannt steht, manche neigen dazu zu so einem Knickfuß, dann knickt man in der Mitte ein. Das macht was mit dem Beckenboden, da ist dann wenig Spannung und das macht auch mit der übrigen Haltung was. Und wenn wir jetzt versuchen, die Außenkante zu belasten, trotzdem aber das Großzehengrundgelenk, dann verschraubt sich der Fuß und wir haben auch Kontakt mit der Ferse. Und dann wandert ihr ein bisschen weiter hoch zu den Knien. Die sind auch durchlässig, die sind nicht gebeugt, die sind aber auch nicht eingerastet, sondern ihr habt so eine entspannte Durchlässigkeit in den Knien. Und fürs Becken könnt ihr die Hände hier nochmal hinlegen. Ich drehe mich nochmal zur Seite. Man kann ja im Becken so stehen, dann hat man das Becken nach vorne gekippt. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Bezeichnungen. Also bei uns in der Physiotherapie heißt die Bewegung nach vorne Beckenkippung und nach hinten heißt die Beckenaufrichtung. Und wenn ihr jetzt zu sehr in der Beckenkippung steht, dann sind die hinteren Muskeln immer verkürzt, immer angenähert. Und wenn ihr atmet, dann geht es erstens so nach vorne unten, so wie die ganzen Bauchorgane. Und die hintere Muskulatur kann nicht richtig loslassen. Deshalb müssen wir so ein bisschen entlordosieren, also aus dem Hohlkreuz raus, falls ihr da drin steht. Das heißt, ihr macht den Unterbauch ein bisschen kurz. Ihr holt das Schambein ein richtig bisschen Richtung Bauchnabel und dadurch werden die Knie schon auch lockerer. Und dann stellt ihr euch vor, dass ihr euch in die Länge zieht. Ihr kennt das bestimmt alles mit dem goldenen Faden, dass der sozusagen am Scheitel euch ein bisschen hochzieht, sodass ihr euch wie so eine Luftsäule vorstellt, wo die euch Stabilität gibt und die euch aber auch eine Flexibilität gibt. Sodass es ein unanstrengendes Aufgerichtetsein ist. Da wollen wir alle mal hinkommen. Das hat natürlich was mit der Kraft der Muskulatur zu tun. Und wenn man sonst immer sehr schief gestanden hat oder sehr krumm, dann ist es erstmal ungewohnt und anstrengend. Aber da muss man sich langsam hinarbeiten. Also, Füße sind aufgerichtet, Knie sind durchlässig, Becken ist in einer guten Mittelstellung. Ihr zieht euch gedanklich in die Länge, lasst den Kiefer locker, den könnt ihr nochmal so ein bisschen hin und her bewegen. Und dann geht das Kinn wieder so ein ganz bisschen Richtung Brustbein. Dann sitzen die Schulterblätter entspannt und die Schlüsselbeine, diese Knochen hier, die kann man sich so in Verlängerung nach außen ziehend vorstellen. Und wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr wollt ins Singen kommen oder ihr sprecht und habt eine gewisse Dynamik, ne, man bewegt sich ja immer ein bisschen beim Stehen, dann habt ihr eigentlich eine gute Möglichkeit, in alle Richtungen die Atmung sinken zu lassen. Ne? Das geht ja immer schwächer, senkt sich ab und geht wieder hoch. Die Bauchdecke geht nach vorne und geht wieder zurück. Der Rücken dehnt sich zur Seite, nach hinten aus und wieder zurück. Die Rippen zur Seite. Und für diese ganze Bewegung braucht ihr auch einen guten Beckenboden, eben als Stütze von unten, ohne dass der angespannt oder verspannt ist. Also, und den habt ihr gut mit drin, wenn ihr diese Aufrichtung habt. Deshalb fangen wir nochmal an. Füße, Fersen haben Kontakt, Außenkante hat Kontakt. Großzehengrundgelenk hat Kontakt. Das Becken bringt ihr in eine gute Mittelposition, so leichtes Anziehen vom Schambein Richtung Bauchnabel, dann entspannt sich die Muskulatur hinten, die Rückenmuskulatur. Ihr könntet jetzt auch noch mal euch vorstellen, dass ihr mit den Füßen so ein Blatt Papier glatt ziehen wollt. Das heißt, es geht so ein bisschen nach außen die Muskulatur. Dann merkt ihr gleich, dass sich im Po-Bereich, im Beckenbereich was anspannt. Damit habt ihr eine gute Beckenstabilität. Und wenn ihr euch jetzt
insgesamt wieder aufrichtet, wieder an diese Stabilitätsluftsäule denkt, dann ist auch der Beckenboden gut mit aktiviert, ohne dass ihr ihn anspannt. Und ihr achtet auch nochmal drauf, dass der Bauch entspannt bleibt. Na? Dass ihr nicht vielleicht immer permanent den Bauch einzieht oder da unnötige Verspannung aufbaut, damit es alles eben gleichmäßig fließen kann. Gut, dann bleibt ihr da so aufrecht stehen. Jetzt verlagert ihr das Gewicht auf ein Bein und hebt mal ein Bein ab. Und ihr versucht, das entspannt dynamisch auszugleichen. Na, wenn man ins Wackeln kommt, dann wackelt man ein bisschen, ohne die Schultern festzumachen, ohne den Kiefer festzumachen, sondern dann merkt ihr, ach ja, das wackelt ein bisschen, dann balanciere ich das jetzt aus. Und dann stellt ihr euch mal aufs andere Bein und ihr versucht insgesamt durchlässig und entspannt zu bleiben. Weil man kann sich natürlich auch mit den Schultern, ne? Wenn man sich da festmacht, dann hat man auch irgendwie eine Stabilität. Aber das brauchen wir nicht, da sind wir eh zu viel gespannt. Und jetzt könnt ihr mal kleine Achten malen mit dem Bein. Ihr lasst so das Knie immer führende Bewegung sein. Dann mobilisiert ihr die Hüfte und ihr balanciert euch aus. Ihr achtet, dass der Kiefer locker ist, dass die Schultern entspannt sind. Das ist sozusagen ein dynamisches Gleichgewicht. Gut, das gleiche macht ihr auf dem anderen Bein. Und ihr kommt da auch nochmal ins Kreisen. Da merkt ihr vielleicht schon, eine Seite ist geschmeidiger. Bei mir geht es hier irgendwie nicht so ganz fluffig. Genau, und ihr guckt immer nochmal, spürt nochmal in den Fuß. Kann ich den auf diesen drei Punkten stabilisieren oder knickt er nach innen ab? Und ist meine Bauchdecke entspannt? Mein Kiefer entspannt. Und absetzen. Gut, einmal alles ausschütteln. Wir können natürlich nicht permanent über unseren Stand nachdenken, aber es lohnt sich, das immer mal zwischendurch zu machen, dass wir dann schneller merken, wenn wir verspannt stehen. Also man kann das ja, wenn man in der Einkaufsschlange steht, wenn man auf den Bus wartet, wenn man in der S-Bahn steht, da kann man gut dynamisches Gleichgewicht trainieren. Wenn ihr da euch gut ausrichtet und das wackelt ja immer ein bisschen, dann habt ihr auch eine gute Aktivierung eurer Muskulatur, die euch stabilisiert im Alltag. Genau, ein letztes Mal machen wir das noch. Aufmerksamkeit geht zu den Füßen. Fersen haben Kontakt. Außenseite hat Kontakt. Großzehengrundgelenk. Das Becken wird wieder so ein bisschen unten rangeholt sozusagen. Die Knie sind dadurch durchlässig und ihr zieht euch gedacht in die Länge. Es kann sich nach vorne, nach hinten ausweiten, zu den Seiten und ihr seid flexibel und dynamisch. Und dann könnt ihr ein paar Mal tief ein- und ausatmen und mal spüren, ob der Bauch wirklich nachgibt, ob der Beckenboden entspannt ist, ob ihr in den Rücken atmen könnt. Und wenn ihr diese Position immer mal wieder einnehmt und euch immer mal wieder ins Bewusstsein ruft, wie ist eigentlich, wie ist mein Stand? Und wenn man nämlich die Knie durchgestreckt hat und das Becken so vorgekippt hat, dann ist das eher so ein Hängen in den passiven Strukturen. Und es ist immer gut, das aktiver zu gestalten, weil man dann die Muskeln aktiviert und man hat insgesamt eine bessere Aufrichtung und eine bessere Stimme fürs Sprechen oder fürs Singen. Genau, das war jetzt sehr viel Input, aber das ist alles aufgezeichnet und ihr könnt da auch immer mal wieder reinschauen. Und ich würde jetzt noch mal auf das Sitzen eingehen, weil es gab ja die Frage, wie kann ich die Stabilität im Sitzen trainieren oder beeinflussen? Und diese Frage, die kann man nicht so ganz einfach erklären, insofern oder nicht einfach beantworten. Deshalb würde ich jetzt so eine kleine Ausführung machen und hoffe dann alle Fragen damit geklärt zu haben. Falls noch Fragen offen bleiben, können die auch gerne in den Chat geschrieben werden. Dann beantworte ich die weiter. Ich glaube, es ging darum, auf dem Boden zu sitzen. Also ich mache das mal vor. Es hat halt, also viele Faktoren haben Einfluss darauf, ob ich auf dem Boden sitzen kann oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, Kinder können ja super gut meistens noch so im Fersensitz sitzen.
Wenn mir das als Erwachsener schwerfällt, das kann halt an meinen Knien liegen. Also wenn ich Knieprobleme habe, dann sollte ich das auch nicht machen. Wenn sie wehtun, sowieso nicht, weil das ein ziemlicher Stress dann für die Knie ist. Es kann hier an meinen Sprunggelenken liegen, dass die nicht mobil genug sind. Und es könnte auch an meiner Hüftbeweglichkeit bewegen, wobei das geht hier noch ganz gut. Und als Alternative könntet ihr euch hier sozusagen eine Decke dazwischen legen oder ein dickes Yogakissen. Weil wenn man länger so sitzt, dann schlafen einem die Beine ein, ne? Weil die Durchblutung wird natürlich auch ein bisschen abgedrückt. Und das verändert sich einfach im Laufe des Lebens. Und dann kann man das nicht mehr so gut haben. Und dann wäre eine Möglichkeit, dass ihr euch hier eine Decke drunter legt, um das ein bisschen zu entlasten und zu entspannen. Und zum anderen hat es natürlich, wenn ihr im Schneidersitz sitzen wollt, hat das viel mit der Beckenbeweglichkeit zu tun. Hat mein Becken die Möglichkeit, einmal in Außenrotation die Beine nehmen zu können? Und auch hat mein Becken die Möglichkeit, so aufrecht zu sitzen, ne? Weil wenn mich das ständig hier nach hinten zieht, dann und meine Muskeln, meine Rückenmuskeln dann nicht die Kraft haben, da kann es halt auch an Kraft fehlen, weil wenn ich aufrecht sitze, müssen die ganze Zeit arbeiten. Oder die hinteren Muskeln ziehen mich permanent nach hinten, sodass ich gar nicht die Möglichkeit habe, mich aufzurichten. Weil die hintere Muskulatur, das ist, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Genau. Unter den Sitzbeinknochen oder an den Sitzbeinknochen, das sind diese Knochen, auf denen ihr drauf sitzt, die hatten wir auch schon in der ersten Einheit besprochen. Da setzt Muskulatur an, die geht hier bis hinten unten. Und die sind bei uns im Alltag die meiste Zeit angenähert, ne? Weil wir sitzen, wenn wir uns ins Bett legen, liegen wir meistens so ein bisschen eingerollt auf einer Seite. Und denen fehlt es an Länge. Und wenn ich die Länge nicht habe, dann kann ich auch hier wieder nur da sitzen, weil das Becken mich so nach hinten zieht. Dann muss ich auf der einen Seite diese Beweglichkeit haben. Das heißt, ich muss die hintere Muskulatur dehnen. Und gleichzeitig brauche ich wieder die Haltemuskulatur im Rücken, im Oberkörper, im Bauch letztendlich auch, weil die immer zusammenarbeiten, um das dann länger durchzuhalten. Und da würde ich das dann auch einfach probieren. Na, da kann ich ja ein Bein anwinkeln oder das andere Bein anwinkeln oder ich nehme eins zur Seite. Das liegt halt immer sehr individuell daran, wie ist meine Beweglichkeit und wie ist die Kraft und vor allen Dingen die Ausdauer der Muskulatur. Und wenn ich merke, dass ich im Oberkörper zu schwach bin, da ist es auch gut, dann insgesamt die Muskulatur zu stärken. Einfach durch eine Plank oder man macht Gerätetraining. Das liegt so ein bisschen daran, was man mag. Ich mag jetzt Gerätetraining zum Beispiel nicht so. Ich würde immer eher Übungen machen mit Eigengewicht, also den Unterarmstütz oder gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten und es würde das jetzt so ein bisschen zu weit führen, ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber das sind so die Sachen, die mir zum Sitzen einfallen, die es immer wieder, die müsste man einfach überprüfen und gucken und daran arbeiten. Eine gute Möglichkeit, das kann ich noch kurz anfügen, ist zum Beispiel die Hocke, ne? Die beinhaltet auch viel. Manche können ja ganz entspannt in der Hocke sitzen und manche eben nicht. Das hat ein bisschen was mit den anatomischen Längenverhältnissen zu tun. Aber auch wieder mit meiner Muskulatur hier unten, Achillessehne, Kniebeweglichkeit, Beckenbeweglichkeit und auch unterer Rücken. Wenn mein unterer Rücken zu kurz ist und nicht nachgeben kann, dann kann ich da auch nicht sitzen. Also es ist viel mit drin und manchmal ist es vielleicht gar nicht der Mangel an der Kraftausdauer, sondern auch Mangel an Beweglichkeit, Hüfte, hintere Muskulatur. Insofern ist es ein bisschen umfangreicher und da müsste man genauer hingucken und es lohnt sich immer abwechslungsreich zu sitzen, weil man das dann einfach auch besser, ne? Wenn man die Position immer mal verändert, ist das insgesamt besser. Genau, das wäre mein Bewegungspart gewesen. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch und was ich so gesehen habe, wart ihr sehr schön in Bewegung. Und ich würde jetzt an Linda weitergeben, die noch ein paar kleine Gesangsübungen mit euch anschließt.
Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, Julia. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid wahrscheinlich genauso gut durchbewegt wie ich. Ich lasse meine Schuhe gleich aus. Das ist wunderbar. Und ich lade euch ein, einmal tief Luft zu holen mit mir. Und wir starten für das tiefe Luftholen erstmal mit der Ausatmung. Und zwar auf einem nicht extra vorher Luft einatmen, einfach die, die ihr habt, einmal ausatmen mit einem. Dann lässt die Bauchdecke los. Luft strömt ein. Ihr seid bestimmt noch so gut aufgerichtet von eben. Julia hat das ja toll gemacht mit diesen drei Fußpunkten. Das nochmal im Kopf haben, während der Ausatmung in dieser schönen Aufrichtung bleiben. Gleich noch einmal ausatmen auf einem. Los geht's. Dann lässt der Bauch nach. Luft strömt ein. Jeder in seinem Tempo bitte gleich noch einmal ausatmen auf einem. Bauchdecke lässt los. Luft strömt ein. Okay, so kommen wir gleich in eine schöne tiefe Atmung rein, die wir sowieso jetzt schon angetriggert haben durch die tollen Bewegungen, aber vor allem natürlich auch fürs Singen, fürs Sprechen brauchen. Und wir gehen gemeinsam nochmal in diese Seitbewegung rein. Ja, wir haben jetzt in der letzten Woche den Brustkorb schön abgeklopft. Jetzt nehmen wir nochmal diese Dehnübungen sozusagen mit für den Brustkorb. Und jetzt sucht sich gleich jeder von euch einen Lieblingsvokal aus. Wer jetzt spontan keinen hat, kann gerne ein O nehmen zum Beispiel. Und dann startet ihr mit einem Ton in einer für euch bequemen Lage, also einfach einen Liegeton. Und ihr könnt gerne noch ein S vorher nehmen. Und dann kommen wir in einen Tönen, zum Beispiel so. So. Neuer Ton auf der anderen Seite. So. Luft holen, neuer Ton, neue Seite. So. Und wie Julia gesagt hat, ihr macht das gerne weiter. Ihr stellt euch vor, ihr singt aus der Seite heraus. Ja? Ich spreche jetzt ein bisschen, macht die Bewegung weiter mit. Ihr tönt bitte weiter und variiert in für euch bequemen Lagen, probiert ein bisschen nach oben aus, ein bisschen nach unten aus, macht es in eurem Tempo, geht auch gerne in eine etwas tiefere Lage, in eine etwas höhere Lage. Wenn euch danach ist, könnt ihr die Übung natürlich auch variieren. Ihr könnt auch mal einen anderen Vokal ausprobieren. Und dann singt ihr wirklich in die Saite rein. In der Vorstellung natürlich, ja. Okay, mach das gerne noch so ein, zweimal. Und dann nehmen wir die Arme wieder runter. Ich werfe einen schnellen Blick auf die Uhr. Ja, okay. Wir nehmen noch eine Übung dazu. Und zwar hatten wir auch eben in der Aufrichtung über das Becken gesprochen, beziehungsweise Julia hatte da das noch einmal gezeigt. Tatsächlich habe ich auch festgestellt, dass wir von der Beckenkippung in diese Richtung sprechen. Ja? Okay, also ich hoffe, es gibt jetzt keine Verwirrung mit den Begriffen. Ja, also das Becken geht nach vorne. Ja? Ich sage es einfach mal so. Das Becken geht nach vorne. Das heißt, ein kleiner Reißverschluss, vielleicht kann man sich das so vorstellen, geht nach oben, das Becken kippt. Und dann könnt ihr es wieder in die Aufrichtung bringen und gleich nochmal diese kleine Bewegung. Und ihr könnt es ja mal ausprobieren, ob das auch gut funktioniert, wenn ihr die Knie durchgedrückt habt. Vermutlich nicht ganz so flexibel. Die Knie können durchlässig sein. Dann lässt sich das Becken gut in diese kleine Bewegung bringen. Und jetzt lassen wir das Becken mal vorne, ja, in dieser etwas nach vorne gekippten Haltung sozusagen. Ja. Wir bleiben trotzdem hier flexibel. Bleiben trotzdem flexibel. Und jetzt starten wir mal mit dieser Kippung und dieser Idee. Es geht nach unten weiter und die Wirbelsäule zieht nach oben weiter hoch in beide Richtungen. Ja, wir denken jetzt also nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Und hier nehmen wir noch mal eine Übung mit in einem So.
Ihr nehmt eine passende Tonart für euch, etwas, was bequem kommt. Es ist auch schon recht spät am Abend. Und dann geht ihr gerne in dieser gestreckten Haltung nach oben, nach unten, trotzdem flexibel bleiben. Ein paar Mal einfach in dieser Übung hoch und runter. So. Gleich nochmal, vielleicht von einer anderen Tonart aus. So. Und ihr bleibt in dieser Länge, ja? Die ganze Zeit die Länge behalten, während ihr singt. Macht das gerne noch so ein, zwei Mal. Die Länge bleibt, während ihr singt. Und ihr könnt die Arme auch dabei runternehmen und einfach mal schauen, ob das auch funktioniert. Rein mit der Vorstellung und dieser kleinen Bewegung nach vorne. Wirbelsäule ist auch nach oben hingestreckt. Das Kinn darf so ein kleines bisschen zum Brustbein. Und in dieser Länge singt ihr nochmal, wenn ihr möchtet. So. Okay. Ja, das noch als kleinen stimmlichen Input zum Abschluss. Ich hole mir mal einen Stuhl. Okay. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen heute. Ihr seid wahrscheinlich in Bewegung gekommen. Es ist ein bisschen warm geworden bei diesen kalten Temperaturen. Ich stoppe jetzt die Aufnahme und dann haben wir noch Zeit für ein paar Fragen, wenn ihr mögt.